Ich möchte jetzt noch kurz was sagen zu den Schaltungen basierend auf den Halbbrücken. Tatsächlich wollen wir drei Arten von Schaltungen kennenlernen. Das wäre zum ersten die Halbbrücke. Das ist nichts anderes als dieser Halbbrückenzweig. Das heißt, wenn ich hier die beiden Schalter betrachte mit den Freilaufdioden, haben wir dann hier die Last einfach angeschlossen am Ausgang dieser Halbbrücke, gegebenenfalls bezogen auf diesen kapazitiven Mittelpunkt oder hier einfach nur nach Masse, dann haben wir eventuell einen sogenannten Koppelkondensator da drin. Das wäre die erste Schaltung. Das wäre ein einphasiger Wechselrichter, hauptsächlich eingesetzt bei vergleichsweise kleinen Leistungen, vielleicht wenige Kilowatt oder wenige 100 Watt nur. Dann hätten wir als zweites die Vollbrücke. Bei der Vollbrücke haben wir dann zwei Halbbrückenzweige, wo die Last zwischen diesen beiden Halbbrückenzweigen angeschlossen ist. Das heißt, die Vollbrücke entspricht damit dem 4-Quadranten-Steller. Der Unterschied ist, dass wir dann eine andere Ansteuerung kriegen. Das heißt, wenn wir hier unsere Last betrachten zwischen den beiden Halbbrücken, dann wird es tatsächlich so sein, dass jetzt hier die Ansteuerung dieser beiden Halbbrücken so erfolgt, dass wir im Mittel keine Gleichspannung an der Last kriegen, anders als beim 4-Quadranten-Steller. Das ist sozusagen der wesentliche Unterschied jetzt. Die Schaltung ist identisch, das ist aber auch ein einphasiger Wechselrichter. Und wollen wir jetzt einen dreiphasigen Wechselrichter realisieren, so werden wir drei Halbbrückenzweige nehmen. Und dann kommen wir zu dem dreiphasigen Wechselrichter, wo wir dann hier für jede Phase einzeln eine Halbbrücke haben, die an einem gemeinsamen Zwischenkreis angeschlossen ist. Das heißt, hier hätten wir die erste Halbbrücke, die erzeugt eine erste Ausgangsspannung. Wir hätten dann eine zweite Halbbrücke und eine dritte Halbbrücke. Und diese drei erzeugen dann drei Ausgangsspannungen jeweils an diesen Brückenmittelpunkten, die es erlauben, aus der Eingangsspannung UD jetzt zum Beispiel ein symmetrisches Drehstromsystem zu erzeugen. Das heißt, durch die Ansteuerung wird dann gewährleistet sein, dass wir drei sinusförmige Spannungen U1, U2 und U3 kriegen, die jetzt jeweils zueinander um 120 Grad Phasen verschoben sind und näherungsweise die gleichen Amplituden haben. Tatsächlich werden wir sehen, okay, manchmal sind das Spannungen, die sehen nicht ganz sinusförmig aus, aber in vielen Fällen, zum Beispiel bei Drehstromantrieben, interessiert uns hauptsächlich der Grundschwingungsanteil, weil durch die Motorinduktivitäten oder zusätzlich in Serie geschaltete Filter zum Beispiel die Oberschwingungskomponenten rausgefiltert werden oder zumindest keine großartige Wirkung erzeugen. Das heißt, vom Aufbau her, von den Schaltungen, komplett anders als bei den DC-DC-Wandlern, haben wir jetzt hier eigentlich bei diesen Wechselrichtern nicht so viel Variabilität drin. Was aber anders sein wird, ist vor allem, wie diese hier angesteuert werden. Wenn wir sehen, die Unterscheidung zwischen Halbbrücke, Vollbrücke und diesem dreiphasigen Wechselrichter ist eigentlich nur, dass wir mehrere Halbbrückenzweige haben und entsprechend werden wir jetzt auch keine weiteren Schaltungsstrukturen betrachten, sondern bloß überlegen, okay, wie erzeugen wir jetzt diese Wechselsignale am Ausgang.